des Deutschen Ordens, Universitätssitz des Philosophen Immanuel Kant, einstiger Krönungsort von Königen und bedeutender Handelsplatz mit seinem Hafen, grüßt seine Gäste. Der Aufstieg der ostpreußischen Landeshauptstadt begann, als der Hochmeister des Deutschen Ordens im Jahre 1457 seine Residenz von der Marienburg nach Königsberg verlegte. Mit dem Seehandel von Holz, Getreide und Bernstein und der Universität der Albertina, der Wirkungsstätte des Philosophen Kant, sicherte sich Königsberg die Vorrangstellung in Ostpreußen. Die Burg als Festung entstanden, ist das Herzstück der Stadt. Sie war Residenz des Hochmeisters, Tagungsort von Fürsten und Kreuzrittern, und Schauplatz von festlichen Turnieren. Von den Bürgern liebevoll Schloss genannt, birgt es in seinen Mauern Kunstsammlungen und Bibliotheken als Zeugnisse einer großen Epoche. Mit ihren wuchtigen Strebepfeilern und Türmen prangt die Burganlage über dem Kaiser-Wilhelm-Platz mit dem Bismarck-Denkmal. Den prächtigen Thronsaal schmücken die Gemälde der preußischen Könige. In dem Kammerbau des Schwarzen Adlerordens krönt ein Relieffries die mit Ornamenten geprägte Ledertapete. Hier im Moskowitersaal über der Schlosskirche wurde einst eine russische Gesandtschaft huldvoll empfangen. Die Schlosskirche war im Jahre 1701 die Krönungskirche des preußischen Königs Friedrich I. Im Geviert der Wände zieren die Wappen der Träger des Schwarzen Adlerordens das Gotteshaus. Berühmteste Bürgerin war die Dichterin Agnes Miegel. Der Nordflügel, die ehemalige Hinrichtungsstätte des Blutgerichts, beherbergt heute die Weinstuben mit ihren Prunkfässern. Mehr Rotwein als das Blut von Verbrechern flossen in seinen Kellergewölben. Im Gästebuch findet man berühmte Leute, die hier tagten und feierten. Ein begehrter Wein führt den Namen Türkenblut. Diesen Schoppen kredenzt man als Referenz an altehrwürdige Zeiten. Als Symbol des christlich-geistigen Lebens zeigt sich der Dom mit seiner Schauseite im gotischen Gleichmaß wuchtiger Formen. Dominierend künden die Uhren die Zeit.
Als Kathedrale des Bischofs und nach Gründung der Albertina zur Universitätskirche erhoben, fügen sich die prunkvolle Sandsteinkanzel und eine Holzplastik des Gekreuzigten stilvoll ein in den Orgelprospekt. Die Ostwand des hohen Chors nimmt figurenreich das Grabmal des Herzogs Albrecht I. ein. Kleinen Kapelle steht der reich verzierte Taufstein. Die Wallenrothsche Bibliothek im Domturm bietet mit seinen Tausenden von Büchern über Kunst und Wissenschaft bedeutende Werke unseres Kulturlebens und Sammlungen der Chronik von Königsberg. Im Professorengewölbe befindet sich das Grabmal des Philosophen Immanuel Kant, der in Königsberg lehrte und mit seinem Werk, dem kategorischen Imperativ, eine Formel für unser Sittengesetz fand. Das Denkmal von Kant auf dem Paradeplatz, von Christian Rauch geschaffen, würdigt den bedeutendsten Bürger der Stadt. Die Grenadiere in ihren historischen Uniformen symbolisieren Schutz und Wehr königlicher Majestäten am Denkmal Friedrichs I. Arsenal sind nicht nur Gewehre, sondern auch Rüstungen und Waffen der Armeen Preußens zu bewundern. Der Kneiphof, im Volksmund die Pracht genannt, genießt als Inselstadt mit dem Domviertel ein gewisses Sonderbewusstsein seiner Anwohner. Die Königsberger Albertina, die ruhmreiche Universität, wurde 1544 gegründet und pflegte Verbindungen bis nach Russland hinein. Das Juwel in der Stadtlandschaft Königsberg ist der Schlossteich. Die Uferpromenade gibt den Blick frei für die Schönheit der Natur und die Romantik des Sees.
Nahe Badeorte von Kranz bis Pillau säumen die Ostseeküste. Die Denkmalpflege sorgt mit Eifer für die Instandsetzung und Erhaltung dieser stolzen Architektur. Zu den schönsten Gebäuden des Kneiphofs zählen die Handelsbank und das Haus in der Domstraße 14 mit den Fassaden aus dem 18. Jahrhundert. Das Kneiphofsche Rathaus mit seiner schönen Freitreppe, Residenz des Bürgermeisters, ist die gute Stube der Stadt. Die Weinhandlung Steffens und Wolter lag in der Langgasse. So mancher Zecher ist auf seinem Heimweg beschwipst durch das schöne Sandsteinportal gegangen. Die Altstadt mit eigenem Rathaus und Marktplatz ist Symbol der Macht hansischer Bürgerschaft. Sie wurde 1724 unter König Friedrich Wilhelm mit Löbenicht und Kneiphof zur Gemeinde Königsberg zusammengefügt. Die Löbenichter Kirche St. Barbara ist das Zentrum der Ackerbürger und Handwerker in diesem Stadtteil am Anger. Das Sackheimer Tor mit dem preußischen Adler kündet von einer glanzvollen Zeit. Die französische Straße, Domizil vertriebener Hugenotten, wurde 1686 auf einem Schlossteichdamm angelegt. Der Roßgärterplatz, Schnittpunkt von 5 Straßen, ist bedeutend als Haltepunkt der Straßenbahnen und pulsierenden Lebens. Vom Nordbahnhof fahren Züge zu den Badeorten des Samlandes und der kurischen Nehrung. Das Zocksche Stift, einst vom reichsten Bürger der Stadt Kommerzienrat Saturgus angelegt, ist ein Gartenparadies mit Skulpturen. Glassis und den Wallgraben finden wir das Haus der Technik. Königsbergs Hafen an der Mündung des Pregels ist seit seinem Beitritt zur Hanse mit seinen Speichern der Kaufleute und dem Sitz der Börse zu einem wichtigen Handelsplatz und Herz der Wirtschaft geworden. Im Binnenhafen, dem Reich der Kähne, zwischen den Uferstraßen Fischbrücke und Kohlmarkt, herrscht lautes Marktgeschrei. Die naturverbundenen Fischweiber preisen den frischen Fangfisch mit drastischen Worten an. Die Bauern bieten neben Kohl, Kartoffeln und Zwiebeln auch Blumen und Kräuter an.
Die Schiffe und Frachtensegler bringen vom Holz bis zum Tilsiter Käse Ladung für Ladung durch die hochgezogene Köttelklappbrücke. An der Lastadie, der Grenze zwischen See- und Flussschifffahrt, löschen die Frachtschiffe ihre Ladung. Im Hafenbecken 3 liegt der große Turmspeicher damals gewaltigster in Europa mit einem Fassungsvermögen von 5.500 Tonnen. In der Speicherstadt auf der Lastadie am Hundegatt reihen sich bestückt mit Kränen die reizvollen Fachwerkbauten auf. Am Bollwerk des Hundegatts heben die Ladebäume, Getreide und andere Handelsprodukte in die Speicher und Silos. Speicher mit ihren Hausmarken erzählen durch ihre allegorischen Figuren über ihre Produkte und die Handelshäuser. Die in Sandstein gehauenen Speichermarken wie Bär, Pferd, Stier, Hirsch, Wallfisch und Schwan symbolisieren Qualität und Vertrauen in das Ladegut. Kräftige Arme erfordert das Aufseilen, Packen und Stapeln der Säcke in die Speicher. Das heißt harte Arbeit für die Hafenarbeiter und Sackträger. Das Königstor zeigt von der Stadtseite die Standbilder Ottokars von Böhmen, des Herzogs Albrecht und von König Friedrich I. Die alte Kunstakademie von 1840 ist einer der repräsentativsten Bauten Königsbergs. Das Tor zur Burgkirche schmücken die Statuen der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und der Liebe. Sich vom Münzplatz über den Schlossteich. Wie zum Abschied grüßt der Dom über das Stadtbild hinweg seine Besucher. Draußen im Norden Königsbergs, am Oberteich, dem Park mit seinem Rosenschmuck, den Fontänen und Wasserläufen
findet der Spaziergänger auf den Promenaden Muße und Erholung. Das Freizeitgelände mit seinen Sommerbadeanstalten lockt die Jugend in das Paradies für übermütige Schwimmkünstler. Mit seinen beiden wuchtigen Durchfahrten grüßt das Friedländer Tor. Bescheiden ducken sich die Häuser am nassen Garten, die noch aus der Zeit Napoleons stammen. Eine der ältesten Wehrkirchen Ostpreußens und ein berühmter Wallfahrtsort ist die Juditherkirche, reizvoll auf einem Hügel gelegen. Zeichen modernen Bauwillens und schöpferischer Gestaltung sind die 1932 erbaute Handelshochschule und die Mädchengewerbeschule, die im Volksmund Klopsakademie genannt wurde. Moderne Siedlungsbauten am Stadtrand von Königsberg prägen die neue Wohnlandschaft. Von Königsberg aus führen kurze Wege an das Haff und zur Näherung. Alle Wasser Ostpreußens spiegeln die Seele seiner Menschen wider. Vertrauen. Diese Tugend ließ viele Menschen auf der Flucht über die Ostsee in eine ungewisse Zukunft